Kein anderes Instrument kann Töne produzieren, die vom Infraschall bis zur Hörgrenze um 16.000 Hertz liegen. 16 Hertz soll die tiefste Pfeife der neuen Baumhörorgel für die Altstadtorgel Lüdenscheid produzieren. Diesen Ton kann man zwar hören, aber er lässt sich auch spüren. Abgrundtief, irgendwo in der Magengegend. Sie kommen trotz des hohen Aufschubs. Und dafür ist im Prinzip die Kernspalte wie eine Düse gestaltet. Das heißt, wir haben erst eine weite Führung, die grob zusammenläuft, anschließend nochmal fein zusammenläuft, um genau auf die Fläche des Labiums zu treffen. Pfeifen dieser 32-Fuß-Register werden nur für große symphonische Instrumente und damit entsprechend selten gebaut. Die neue Lüdenscheider Orgel orientiert sich im Klang an einem französischen Orgelbauer des 19. Jahrhunderts. Aber es braucht viel Erfahrung, bis man den historischen Berechnungen Leben einhauchen kann, von denen uns der Orgelbauer stolz berichtet. Im Prinzip weiß das Windband bei diesen Rundungen nicht, wie es sich genau ausrichten soll, sondern es wird sehr unpräzise. Ein wirklich präzises Windband erreicht man eben nur mit einer nicht allzu langen Windführung, mit einer geraden Windführung, wie wir es hier eben haben. Das heißt, erst gehen wir auf 35 Grad, was das Windband leicht verdichtet. Anschließend ist die Kernschräge genau auf die Schräge des Labiums zulaufen. Das heißt, sie wird genau in Richtung der Labiumschräge angefeilt. Dann haben wir eigentlich die präziseste Wirkung.